Liebes Publikum, es ist 2 Wochen vor Pfingsten, es ist Samstagabend, das heißt Frühjahrskonzert der Blasmusik Gebenbach. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die Turnhalle ist leer und unser Konzert muss schon zum zweiten Mal wegen der Corona-Einschränkungen ausfallen. Wir haben uns aber gesagt, ohne Musik kann und ohne Musik darf es nicht gehen. Und wenn Sie schon nicht zu uns kommen können, dann kommen wir halt in Ihr Wohnzimmer. Deshalb herzlich willkommen zu dem wohl außergewöhnlichsten Konzert in der Geschichte der Blasmusik Gebenbach. Hören Sie mit uns Ausschnitte aus vergangenen Konzerten und erfahren Sie, wie es möglich ist, trotz Kontaktbeschränkungen gemeinsam zu musizieren. Natürlich wäre es auch uns unendlich viel lieber, live und gemeinsam für Sie zu spielen. Aber das geht halt momentan nicht. Aber so ein Online-Konzert hat auch Vorteile für Sie. Sie bestimmen, wie laut es wird, Sie entscheiden, wann Pause ist und wenn es Ihnen gefallen hat, dann können Sie sich das Konzert ein zweites, drittes oder viertes Mal anhören. Lehnen Sie sich also zurück und genießen Sie. Wir wünschen Ihnen angenehme Unterhaltung. Halleluja, übersetzt, lobet den Herrn. Ein einziges Wort mit so viel Aussagekraft, dass es im gesamten Refrain von Leonard Cohens weltberühmten Song nicht mehr braucht als ein Halleluja. Auf nahezu jeder Hochzeit erklingt dieser Song in sämtlichen Sprachen mit variierten Strophentexten oder rein instrumental. So gibt es unter den zahlreichen Coverversionen auch einige Arrangements für Blasorchester. Sie hören nun Cohens Song Halleluja, arrangiert von Frank Bernhards, instrumental ebenso ergreifend wie vokal, zum Besten gegeben von der Blasmusik Gebenbach. Thank you.
Unser nächstes Musikstück, Eventide Fall, beschreibt das Eintreten der Abenddämmerung. Die Sonne geht langsam unter, die Menschen kommen zur Ruhe und alles hüllt sich in einen friedlichen, geheimnisvollen Schleier. Der Komponist Alfred Bösendorfer führt sie jetzt weiter in eine finstere Kirche. Vereinzelt brennen Kerzen, das warme Licht fällt auf die Statuen und Malereien. Einige Kirchenbesucher haben schon ihren Platz eingenommen und jetzt kommen die Musiker an ihre Instrumente und beginnen ganz sanft das erste Motiv des Lieds zu spielen. Schließen Sie gerne Ihre Augen und erleben Sie diese besondere Atmosphäre selbst. Viel Spaß! Auch die Pause gehört zur Musik. Wir Musiker müssen uns nun regenerieren und uns auf die nächste Konzerthälfte vorbereiten. Deswegen machen wir eine 20-minütige Pause. Bleiben Sie uns erhalten! Thank you.
lieben Couch Potatoes daheim, macht es euch jetzt gemütlich auf euren Kinosesseln, denn jetzt tauchen wir ab in die absolute Welt der Filmklassiker. Es kommt jetzt die Filmmusik zu einem der berühmtesten Filme ever. Die Musik werdet ihr mit Sicherheit schon gehört haben, den Film wahrscheinlich schon gesehen haben und ich werde euch den Titel nicht verraten, sondern einfach eine kleine Szene aus dem Film vorspielen und dann wisst ihr mit Sicherheit selbst schon Bescheid. Ich bin dein Vater. Viel Unterhaltung, ihr habt nun. Möge die Macht mit euch sein. Thank you.
Thank you.
begleiten Sie uns zum Abschluss zurück in die Jahre um 1860. In den USA wurde Abraham Lincoln zum neuen Präsidenten gewählt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche war Papst Pius IX. Und in Bayern begann König Ludwig II. Gerade mit dem Bau des Schloss Neuschwanstein. Der König Ludwig übrigens, der hier geboren wurde, im Schloss Nymphenburg in München. In dieser Zeit wurde auch das nun folgende Stück komponiert. Fridericus Rex ist einer der bekanntesten deutschen Militärmärsche. Er stammt aus dieser Zeit der Könige und Schlösser und ist noch heute einer der Traditionsmärsche der Bundeswehr. Wie schon zuvor bei Eventide Fall haben wir Musiker der Blasmusik Gebenbach das Stück ganz Corona-konform für Sie eingespielt. Nun viel Vergnügen mit dem letzten Stück dieses besonderen Konzerts, Fridericus Rex.